Haben wir heute keine Studio-Umfrage gemacht mit den Zuschauern? Doch, doch, doch. Polit, kommt die später? Ja, die kommt ja... Eingebunden genau. In das große Thema 100 Jahre Berliner U-Bahn. Hat die auch einen Namen? Metro oder Tube oder so? Oder der Fritz oder so, der schnelle Fritz. Berliner U-Bahn muss doch einen Namen haben, oder? Ich fahre durch Berlin, das ist die Stadt an der Spree. Gibt es ja nicht so ein Lied, so ein U-Bahn-Lied oder so? Es gibt dieses Musical, Linie 1. Oh, vom Krippstheater. Ganz genau, ja. Ja. Fahr mal wieder U-Bahn. Ja, und da kommt auch dieses berühmte Lied vor, Wir Wilmersdorfer Witwen. Genau, genau. Ja, wir gratulieren der Berliner U-Bahn zum 100. Geburtstag. Ja, genau, heute auf den Tag, genau. Schöne Situation, dass wir da heute gratulieren können. Ja. Und du bist Berliner U-Bahn-Fan, das wusste ich gar nicht. Ja, ich bin überhaupt Straßenbahn-affin, sagen wir mal. Ui, Straßenbahn-affin. Ja. Also Donnerwetter. Ja. Donnerwetter. Naja, Fan Wenn hört sich so an. Wenn ich homophob bin, bist du Straßenbahn-affin. Ja. Hast du mal in Berlin gelebt? Ja, aber nur ganz so halbwöchentlich ein Warum? Halbes Jahr. Warum? Ja, wegen Sat.1. Also ich habe ja da mal gearbeitet bei Sat.1. Ja. Ja. Und sag doch den Herrschaften bitte, welches Magazin du mal abonniert hattest als Heranreifender. Ja, also im Alter so von 12 bis 14 hatte ich das Straßenbahnmagazin abonniert. Das Straßenbahnmagazin. Das heißt, was ist da zu sehen im Straßenbahnmagazin? Ja, da sind interessante Berichte aus aller Welt, so die Straßenbahn. Straßenbahn dieser Erde? Ja, genau. In Kanada, in Stuttgart, in die neuesten Entwicklungen, die neuesten Techniken, aber auch Historisches. Also das hat mich damals sehr interessiert. Hm? Ich überlege gerade, was ich von 12 bis 14. Ich habe Jerry Cotton gelesen. Ja, siehst du mal, nee, das war nicht. Straßenbahnmagazin auch ausgeschnitten und so? Oder, boah, die neue 11.13? Ja. Ja? Ja, das habe ich dann immer beim Straßenbahnfahren in Köln gemacht. Da hatte ich immer so ein Heft und da habe ich dann immer hinter dem Straßenbahnfahrer gestanden und habe die Höchstgeschwindigkeiten notiert. Eigentlich, wenn ich das so höre, warum diese schöne Kindheitserinnerung nicht nochmal wiederholen? Du könntest dich doch mal hier in die Straßenbahn stellen und die Höchstgeschwindigkeit notieren. Ja, das könnte man machen. Das ja. könnte man mal machen. Ja. Ich glaube, das Gefühl, die fahren teilweise zu langsam. Ach so, also daher deine Liebe zu den Straßenbahnen. Da ist ja, ja das ein Festtag für dich, 100 Jahre Berliner U-Bahn. Ja, das ist ganz toll und das ist ja auch wirklich eine super U-Bahn. Also ist die jetzt, toll? Ja, die ist toll. Hat die Weltstadtniveau? Ja, wird schon. Was sagen. Ist das toll an der Berliner U-Bahn? Na, weil es halt eine richtige U-Bahn ist. Also zum Beispiel in Köln oder in Stuttgart, das sind nur so Möchtegern-U-Bahnen. Ja, die fahren irgendwie mal so unten durch, ja, und zwar genau. ist keine U-Bahn. Ja. Nee, also eine richtige U-Bahn ist auch nur auf eigenem Gleis. Die kann zwar auch oben fahren, also in Berlin ist das ja auch oft der Fall, dass die überirdisch fährt, ja. aber sie muss immer auf eigenem Gleis fahren und nicht wirklich auf der Straße. Fantastisch, strenge Regeln. Ja. Gibt es da tolle Stationen, die wir kennenlernen sollten? Sehr selbstverständlich. Also eine Superstation ist zum Beispiel die Station, an der ich meistens angekommen bin, wenn ich von Tegel gekommen bin. Ja. Jakob-Kaiser-Platz. Also da kommt man erstmal mit dem Bus von Tegel und dann steigt man Jakob-Kaiser-Platz in die U7 müsste das sein. Was ist jetzt genau das Schöne an diesem Jakob-Kaiser-Platz? Das Foto scheint mir ein bisschen ungünstig. Also was ja schon mal toll ist, das hat man ja auch nicht unbedingt immer in Köln, dass man eben ehrlich einsteigen kann in die U-Bahn. Das mag vielen Berlinern und Hamburger ganz simpel vorkommen, aber man muss keine Treppenstufen gehen in die Bahn. Richtig, sehr ja. verbraucherfreundlich. Und ich fand es einfach toll, da anzukommen und in meine ja. U-Bahn wieder zu steigen. Ja. Also nicht in meine, also so in die U-Bahn. Nee, aber ich kann es verstehen, das sagt meine U-Bahn. Ja. Ja, ich kenne auch Leute zum Beispiel, die sagen meine B14. Weil sie genau, die B14 ja. so oft gefahren sind, ja, von eben. Stuttgart ja. nach Nürnberg oder so, sagt, wenn ihr am Abend auf meine B14 da fahrt. Ja. Die wussten auch genau, wo Stau ist und so. Die haben ihr Leben damit verbracht, Umgehungsstraßen zu fordern. Was ich übrigens auch eine schöne Idee finde. Ich habe gekämpft, ich habe Unterschriften gesammelt für die Umgehungsstraße. Dann abends bei sich zu Hause Umgehungsstraßen geplant und gefordert. Wurden dann schneller abgerufen als erwartet und die Straße wurde doch nicht gebaut. Aber es war ein Ziel. Das ist ja, ja wichtig, eben. Dass man ein Ziel hat im Leben, Umgehungsstraßen fordern. Köln hat ja eine, besteht ja nur aus Umgehungsstraßen. Wieso? Nicht? Nö. Man muss doch eigentlich immer mitten durch die Stadt, oder nicht? Ich nicht. Ich fahre nur außen rum und gucke zum Fernglas. Ja, was ist denn hier so? Also jetzt mein Weg zu Sat.1. Also ja. Jakob-Kaiser-Platz, dann umgestiegen an der Bismarckstraße. Und dann bin ich ausgestiegen hier Wittenberg-Platz. Das ist diese ganz charakteristische, da ist auch das KDW übrigens. Ah. Ja.
Und dann ist man damals, jetzt ist ja Sat.1 umgezogen, damals ins Philips-Hochhaus und da war dann, also im 7. saß so Kogel und ich saß im 6. Stopp. Donnerwetter. Ja, ne? Du saßt eine Etage unter Fred Kogel? Ich glaube ja. Und mittlerweile sind wir ja umgezogen, also Sat.1 ist umgezogen. Ja. Wir fahren nur einmal da zur Eröffnung. Jetzt des neuen Power Centers, Emotion Building. In der Dingstraße, Jägerhofstraße? Jägerstraße. Direkt natürlich. Am Gendarmenmarkt. Und die Haltestelle, die dazu passt, ist der Hausvogteiplatz. Auch schön. Ja, ne? Erinnert mich an die Mensa in Hannover. Das ist eigentlich schön, dass Berlin in der Nähe von Sat.1 die U-Bahn-Station abwaschbar gestaltet hat. Einfach mit dem Schlauch drüber. Das liegt ja daran, dass zum Beispiel diese Station auch zu DDR-Zeiten fast 40 Jahre brach lag. Donnerwetter. Ja, da ist noch nicht mal eine U-Bahn durchgefahren. Warst du mal in der DDR? Ja, du nicht? Einmal, einen Tag. Mit der Schule. Ja, wir haben da billig Noten gekauft. Von der Edition Peters aus Leipzig. Das waren so Noten, so Mozart, Haydn und so. Die kosteten 20 Mark im Westen und 3 Mark drüben. Ja, und dann wusste man nicht, was man mit dem Rest Begrüßungsgeld macht. Doch, wir haben dann irgendwie so blaugrüne Kuba-Drinks in der Nähe vom Bahnhof getrunken oder so, um das Geld wegzukriegen, aber es war nicht wegzukriegen. Nee. Ja. Und ich habe dauernd gewartet, dass ich gefilzt werde. Ja, war nichts. Sie wurde durchgewinkt. Echt? Kein Interesse an mir. Nee, die wirken lustlos, die Grenzer, muss ich sagen. Bei allem, was man so Kritisches heute hört, bei mir wurde check. Also ich bin mal gefilzt worden, das gibt's gar nicht. Nein. Doch. Bitte. Echt. Von diesem System? Ja. Ich glaube, es war kein stalinistisches System. Nein. Ein sozialistisches. Es war ein sozialistisches System und Stalin hieß ja überhaupt gar nicht Stalin, sondern ich glaube Tschugaschwili. Josef Tschugaschwili, ein Georgier, der morgens sich schon mal gerne einen hinter die Binde kippte, fett gegessen hat und über kurz oder lang fast mal unser Verbündeter geworden wäre. Ja. Wenn der Lauf der Geschichte nicht anders gekommen wäre. Genau. Ja. Also, ich nehme stalinistisches System zurück und nachher gibt es auch geile Zahlen für die PDS als Entschuldigung. Ja? Ja. So. So. Berlin 1989. Was war da? War ich in Berlin. Wieso? Ach so, naja, ja, jetzt kommt es ja. Jetzt kommt das, ja, Wahnsinn. Da warst du in Berlin? Berlin 89? Berlin. Ja. Ich glaub, ja, Februar 89 zur Berlinale. Ja. Und zwischen zwei Filmen, die ich unbedingt sehen wollte. Welche waren das? Weiß ich nicht mehr. Ja, das braucht man schon ein bisschen. Die Geschichte braucht ein bisschen Fleisch. Naja, du kennst doch diese Wettbewerbsfilme von der Berlinale. Der geht mal rein, dann vergisst man sie wieder. Das wird Herr Zimmer gerne hören. Ja. Also, du warst in Berlin 89. Genau, und ich hatte 4 Stunden Zeit zwischen zwei Filmen. Dachte mir, prima, fährst du mal in den Osten rüber und kaufst billig Bücher. Weil da gab es ja, was du ja gerade erzählt hast, ne? Und dann bin ich mit der U-Bahn hier zur Friedrichstraße gefahren. Ja. Also hier kann man das sehen, das ist ein Plan von 83, Stadtmitte, französische Straße, da hat die U-Bahn nicht gehalten. Mhm. Und in Friedrichstraße hat sie gehalten, da war auch dann ein Grenzübergang. Und dann bin ich da durchgewunken worden, also ich bin eben nicht kontrolliert worden, die haben ja immer so sehr lange zwischen Pass und Antlitz verglichen. Mich, wie gesagt, nicht. Wir haben sie durchgewinkt, lustlos, aber bei dir. Und dann wurde ich in so ein kleines Räumchen gebeten. Und da musste ich mich dann bis auf Unterhose ausziehen. Und dann haben die alles durchsucht. Und am längsten hat halt mein Portemonnaie gedauert. Du kennst das ja irgendwie. Da ist dann, so Quittungen und alte Fahrscheine und Geld und super Adressen von tollen Restaurants, die man im Vorfeld Ausweise so, von Videotheken. Ja. Und, ja. Und die haben alles durchgeguckt nach geheimen Botschaften. Das hat 1,5 Stunden gedauert, bis sie mein Portemonnaie durch hatten. Hatten sie eine geheime Botschaft gefunden? Nee, ja, oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie mir dann gesagt, danke Herr Anwalt, Sie können jetzt gehen. Und nach wie lange? 1,5 Stunden. Hast du dafür Entschädigung gekriegt später? Nein, natürlich nicht. Eigentlich steht dir doch dafür ein Haus in Potsdam zu. Ach, komm, bitte. Oder? Das ist doch Drangsalierung. Ich finde, du könntest da Ansprüche geltend machen. Naja, so schlimm. Ein kleiner Gutshof oder so. Ja, wieso? Heutzutage verblasst das. Wir waren auch mal mit der Schule in Berlin. Echt? Ja, einen Wann? Tag, oh, weiß ich nicht mehr, das war 1975 oder so. Und einen Tag DDR-Besuch und einen Tag sollten wir den Reichstag anschauen. Ja. Und ich bin mit 4 Kumpel nochmal vor der Reichstag-Besichtigung unten in die Kneipe gegangen, Cola trinken, ja? Schnell eine Cola vor dem Reichstag. Ja? Und einer wirft so locker eine Mark in den Spielautomaten, plötzlich,
Super Spiel. Ja, 100 Spiele. Und da ging die Klasse in den Reichstag und wir mussten diese 100 Spiele machen. Das dauerte 3 Stunden, wir haben 180 Mark gewonnen. Ja? Und am Schluss war das Geld unten heiß, die Münzen, die rauskamen. So hat es geglüht. Auf diese Weise war ich nie im Reichstag. Bis heute nicht? Ja, das wäre mal eine schöne Geschichte. Wie mich ein Spielautomat von der Reichstagsbesichtigung abhielt. Stell dir vor, die anderen gingen interessiert da rum, gucken sich das alles an, Donnerwetter und so. Man konnte nicht wissen, dass es mal Alltag wird, in den Reichstag zu gehen. Ja, klar. Ja? Und ich saß da unten mit den anderen vor dem Spielautomaten. Eine Cola nach der anderen, Currywürste, Pommes, geraucht. 180 Mark zu viert. Und es gab nicht mal Streit bei der Aufteilung. Super. Hm? Wäre eine Geschichte, auf die ich nie gekommen wäre, wenn wir heute die 100 Jahre Berliner U-Bahn gefeiert hätten. Siehst du mal. Tolle Sache. Haben die auch so Namen, diese U-Bahn-Strecken, so wie in London? Jubilee Line oder... Nee, also aber die U1 ist natürlich die bekannteste, die dann vorbeiführt. Möckernbrücke, Hallisches Tor am Kotti, wie liebevoll das Cottbuser Tor heißt. Das heißt bei den Berlinern am Kotti? Kotti, nee, der Kotti. Der Kotti? Der Kotti. Ich fahre zum Kotti. Ja, am Kotti. Dann weiß jeder, was es ist. Ja, am Kotti. Und am Kotti hat auch Kollegin Bettina Wendelgass mir dieses alkoholfreie Bier aus dem Ökoladen mitgebracht. Wie heißt das? Neumarkter Lamsbräu. Das ist eigentlich aus der Oberpfalz, aber... Neumarkt in der Oberpfalz kenne ich, habe ich mal gespielt. Echt? Im Kulturstüberl. Ich finde dieses Geräusch geil. Das Öffnen der Flasche, das Weglegen des Flaschenöffners und das Einschenken. Ein alkoholfreies Bier aus der Oberpfalz vom Kotti. Ja. Das ist Berlin. Ja. Schön für sich zu Hause auch, oder? Machen Sie auch eine Flasche auf. Wirklich, 100 Jahre Berliner U-Bahn. Wer weiß, ob wir das nochmal feiern können. Ich meine jetzt nicht, weil irgendwas passiert, sondern unser Eins lebt ja auch nicht ewig. Oh, das haben Sie nicht gewusst, da wollte ich Ihre Gefühle nicht verletzen. Es ist so, eines Tages, Ding Dong, Deckel drauf, adios. Ist echt so. Also, das ist jetzt, oder ist es gemein, wenn ich sowas sage? Nein. Eines Tages ist es für alle zu Ende. Ja, das weiß doch jeder, oder? Nee, ich weiß nicht. Scheinbar draußen waren ein paar Herrschaften beleidigt. Ja. Haben gesagt, das lasse ich mir von Ihnen nicht bieten, haben ausgeschaltet. Das spürst du, ja? Nee, ich sehe ja die Leute. Namen Elvira. Neu, die pushen? Naja, wir sehen uns eh morgen. So! Kommen wir zur Umfrage. Welche Partei würde unser Studiopublikum wählen, wenn die Bundesregierung die Wahl nicht abgeschafft hätte? Und wenn morgen Bundestagswahl wäre? Heute 250 Damen und Herren im Publikum. Gültige Stimmen 221, sehr hohe Wahlbeteiligung 88,4%. Für die CDU-CSU würden sich entscheiden 36,7%. Für die SPD 28,8%. Für die Grünen 9,5%. Für die FDP 18,6 und für die PDS 7,2. Das heißt, was auffällt heute, weniger als die FDP, die in den letzten Tagen deutlich über 20% lag. Ja, aber immer noch sehr. Aber immer noch sehr viel. Die CDU weit vor der SPD heute. Ja. Und die PDS, die Nachfolgepartei der demokratisch gewählten SED. In einem System, bei dem ich kein Recht habe, ein Urteil zu machen. Da kommen wenigstens mal diese... Dankeschön, da kommen wenigstens mal diese Tücher hier zum Einsatz. Jetzt ist mir es auf die Biografie von Herrn Zimmer gefallen. Ich hab's nicht gesehen, ich will es auch mal sehen. Ich will es auch mal sehen. Zeig's mir doch mal. Ich will es auch mal sehen. Das sieht sehr gut aus. Ich mach
mach es sauber, Elvira. So heißt meine Tante, jetzt denkt sie die ganze Zeit. Deine Tante heißt Elvira? Ja. Wo lebt die denn? In Braunschweig, aber du hast eine Tante gemeint. Sag bitte, dass du nicht sie gemeint hast. Liebe Tante Elvira in Braunschweig. Ich kenne gar niemanden außer Ihnen, der Elvira heißt. Ist das eine echte Tante? So eine Nenntante? Ist das so eine Nenntante? Beste Freundin meiner Mutter, ja. Und du musst Tante Elvira, also du sagst Tante Elvira zu ihr? Ja. Ja. Kennt ihr euch schon lange? Ja. Das kleben die Fragen an Herrn Zimmer. So, jetzt aber Schluss mit diesem Schabernack. Hoffentlich sieht das bei Sat.1 keiner. Ja. Wir könnten es natürlich rausschneiden. Na Quatsch. Ja, aber es ist schon, da fällt mir ein Glas um, das sieht blöd aus. Hä? Wenn Henry Maske das passiert wäre, hätte man die Sendung komplett gestopft. Unserem Gentleman-Boxer. So.